Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Und damit herzlich willkommen zurück zu Quantum Break. Brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit sie sich auf ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. So, und ich versuche schon die ganze Zeit, hier mal ein Intro machen zu können. Aber es wird die ganze Zeit gequatscht. Cutscenes und Sportwagen? Sportwagen, oh cool. Also, yo. Leute, falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Diegel. Und jo, es geht hier weiter bei Quantum Break. Was macht das Zeug hier? Das sollte doch schon alles bereit sein. Ja. Die Monarch-Gala findet statt. Ja, da ist Paul. Bevor wir dazu hingehen, ne, beim letzten Part haben wir die Zeitmaschine unseres Bruders gefunden, wie hier bereits gesagt wurde. Und eine Wissenschaftlerin soll uns dabei helfen, die zu reparieren oder sie wieder dazu zu bringen, zu funktionieren. Und die soll wohl auf der Monarch-Gala sein und Jack möchte sie gerne überreden oder überzeugen, da zu helfen. Und deswegen haben wir beschlossen, uns fangen zu lassen. Ja, und wie gesagt, hier soll dann wohl der nächste Knotenpunkt sein, wie ihr hier am Anfang schon gesehen habt. Da bist du ja. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Ehrlich gesagt würde ich doch gerne mal erstmal zu dem Sportwagen gehen. Da scheint ein Lambo zu stehen. Das finde ich jetzt schon sehr, sehr lustig. Das ist kein Lambo. Was sollen wir wegen Joyce unternehmen? Paul. Ich habe mich gerade an eine Reise vor langer Zeit erinnert. In einem viel weniger bequemen Auto als diesem. Das soll bequem sein? Schon mal in einem Sportwagen gefahren? Digga? Die sind nicht so bequem. Dieses Arschloch sieht nicht gerade gefährlich aus. Sag das den Typen, die er fertig gemacht hat. Ja? Ja. Ja. Gibst du mir auch die Option? Endlich? Ich hätte gerne die Option, hier was machen zu können. Na, bitte. Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. Also den linken Trigger. Dann schauen wir uns das mal an. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Paul. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen.
Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall. Tot und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert, gefeiert im Angesicht der Dunkelheit. Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. Das ist schwer. Also links haben wir Serene beschließt, sich auf seine Beziehung zu Jack zu konzentrieren und Monarch für den Moment sich selbst zu überlassen. Oder Serene beschließt, sich auf die Leitung von Monarch zu konzentrieren, anstatt Zeit mit Jack zu verschwenden. Die Frage ist, was sollen wir nehmen? Wie immer hat die Entscheidung Auswirkungen auf den Verlauf der Story. Ich weiß nicht, was andere genommen haben. Ich weiß nicht, was Angelos genommen hat. Ich werde es immer danach sehen. Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, mit Jack zu sprechen als Paul Serene. Von daher werde ich, glaube ich, wieder links nehmen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch links genommen. Martin, ich befürchte, Sie müssen die Rede heute Abend für mich übernehmen. In Ordnung. Jack und ich haben sehr viel nachzuholen. Ja. Ich habe gesehen, wo es ihn führt. Ich war am Ende der Zeit und bin ihm entkommen, bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern, aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. Oh. Also, du hast beschlossen, dass sich Serene auf seine persönlichen Angelegenheiten konzentrieren soll. Keiner meiner Freunde ist mit meiner Entscheidung einverstanden. Also, Angelos hat das nicht genommen. Und ich bin aber trotzdem bei der Mehrheit der Community. Also 54% haben sich für meinen Weg entschieden. Da war es wirklich knifflig. Bei dem anderen hatte man ja gesehen, was das für Auswirkungen hat. Und wir machen jetzt natürlich jetzt hier auch weiter. Direkt mit Episode 2. Die Zeit löst sich auf. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Willst du hin? Ich. Auf eine Party. Wir könnten ja zusammen hin. Was wollen Sie von mir? Jeden, der Monarch belasten kann. Fick dich. Nein! Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Sie müssen ihn finden. Richter, sofort! Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein! Nein! Er ist fort! Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Medikamente. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Die sind okay. Nein. Ich muss etwas Neues entwickeln. Du solltest heute Abend ausspannen. Du arbeitest auch so schon viel zu viel.
Ich habe Tests zu den temporalen Anomalien durchgeführt. Ich glaube, es wird früher passieren, als wir... Ich habe gesehen, wie es passiert. Kannst du wenigstens in Erwägung ziehen, dass du etwas falsch interpretiert haben könntest? Jack weiß, wo Williams Maschine ist. Ich werde mit ihm reden müssen. Martin kann meine Rede halten. Martin? Sophia. Ich danke dir. Du hast noch gar nichts getrunken? Ich bin einfach nicht in der Stimmung, etwas zu trinken. Oh. Vatertag? Ja. Ja, meiner auch. Wie kommt's? Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur rum. Also ehrlich. Mhm. Wir hatten, also es gab ein paar interne Probleme. Interne Probleme? Mhm. Und jetzt lässt du mich einfach hängen? Oh ja, es sind interne. Charlie. Okay. Ich habe geholfen, einen Verräter zu fangen. Ein Verräter? Gab es deshalb diesen ganzen Aufruhr heute? Ja, das war ich. Wer war es? Ich meine... Wer war es? Du fragst, wer es war? Ja. Ich kann nicht hier... Was? Es ist mir nicht gestattet, darüber zu sprechen. Nun, du hast damit angefangen. Ein richtiges Monarch-Drama. Ja. Was? Ja, ich schätze, da muss ich dich leider wieder hängen lassen. Und zwar diesmal wirklich. Naja, ich hatte nur gedacht, du würdest es mir erzählen wollen. Nun, ich mach mich mal frisch. Also, lass ich dich hier hängen. Wirklich. Okay. Geh feiern. Ja. Trink okay. Ein bisschen. Okay, alles klar. Danke für die Waffe. Dr. Emerald? Martin? Ich brauche Ihre Hilfe. Auf Sie hört er. Paul. Ist das so? Ich glaube, wir haben Probleme. Aber er versteht das nicht. Er weigert sich. Ich wüsste nicht, warum. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich weiß, dass Ihnen Monarch wichtig ist. Und wie es mit uns weitergeht. Und wenn wir den Nullzustand erreichen, müssen wir etwas tun. Und was könnten wir tun? Sie wissen, was wir tun können. Wissen Sie, Sophia... Es geht gar nicht so sehr darum, ob Paul auf mich hören wird, sondern dass ich nicht auf sie höre. Ich finde ihre Vorgehensweise eher kontraproduktiv. Sie stecken Paul mit ihrer ständigen Panikmache an und lenken ihn mit hohlen Weltuntergangsszenarien ab, um ehrlich zu sein. Ich bereue den Tag, an dem er ihnen auch nur einen Funken Verantwortung übertragen hat. Denn, wie sie sagten,
ist mir Monarch äußerst wichtig. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Was hat Sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf Sie? Ja, Sir? Die Präsentation liegt in unserer Hand. Machen Sie was draus. Hey, du bist Crocker, oder? Hey, Crocker! Crocker! Ich muss echt dringend kacken. Scheiße, komm schon, Croc! Crocker! Crocker! Komm schon, Crocker! Oh mein Gott. Da vorne. Die Frau da mit der Halskette. Ich setz mein Geld auf sie. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ich muss mich für unseren Ryan Gosling entscheiden, da drüben bei George Clooney. Checke Manschettenknöpfe. Redet über Aktien. Ja. Richard, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich hatte meine Einladung nicht. Oh mein Gott, immer verlierst du alles. Ich habe überhaupt nichts verloren. Drama. Ja. Wow. Oh oh, da, sie holt's raus. Oh nein. Bäm, ich sag's doch. Nein. Warum verliere ich bloß immer? Du schuldest mir ein Schwert. Ich glaube, ich krieg einen Schreck. Ich kann nicht Nein, mehr. Regeln sind Regeln. Regeln sind Wir Regeln. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Du schuldest mir ein Schwert. Okay. Okay, ich mach's. Wie ich Oliven hasse. Du schaffst das, Mann. Du Danke schaffst für die das. Aufmunterung. Wer sagt's denn? Danke. Ich wünschte nur, ich würde nicht immer verlieren. Lust auf einen Spaziergang? Ja. Okay. Alles klar. Ich nehme mein Schwert mit. Ich nehme meins auch mit. Crocker, 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 Crocker. Hör mal, hey, Kumpel, Crocker. Crocker, Croc. Berg! Crocker, hey, Kumpel. Hey, hey, Berg, hey. Hör mal. Wenn ich da reinkommen muss, wirst du es bereuen. Hör mal, das ist alles nur ein beschissenes Missverständnis. Morgen bin ich hier wieder raus. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Ich sorge dafür, dass du befördert wirst. Ich will dir doch nichts. Ich muss einfach nur furchtbar dringend scheißen. Geh an die Rückwand. Fuck, danke, Mann. Ich schulde dir was. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mann, danke. Klappe! Geh langsam rückwärts. Ja. Anfang an nicht besonders scharf drauf. Okay, warum warst du dann da? Ich glaube, jemand hat mich gezwungen. Ach ja. Was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein Dinosaurier mit Helm. Ja, genau so sieht es aus. Wo sind wir hier eigentlich? Dürfen wir überhaupt hier sein? Ja, bestimmt.
Okay, dann ist gut. Und was hättest du heute Abend gemacht, wenn du nicht hier wärst? Was, wenn ich nicht mit dir zur Party gegangen wäre? Ja. Dann hätte ich all meine zahllosen anderen Pläne abgesagt. Ah. Oh. Und würde vermutlich arbeiten. Kann es sein, dass du ein bisschen zu viel arbeitest? Ja, aber... Oh nein, ich meine, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Keine Ahnung. Ich bin gern voll eingespannt. Ja. Gib mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Du arbeitest auch ziemlich viel. Eigentlich bist du auch fast immer da, wenn ich da bin. Also meinst du nicht, dass du auch zu viel arbeitest? Vielleicht. Ich weiß nicht. Naja, ich denke vielleicht schon. Ich arbeite gern. Kein Schritt weiter! Ach du Scheiße! Du kleiner Pisser! Hey, warte! Du hättest mich nur ins Standortlabor lassen müssen. Du hast dich gegen Monarch gewendet. Was sollte ich denn tun? Du hast nicht die geringste Ahnung, was hier los ist, oder? Ich muss in das Labor. Da drin ist was, was ich brauche. Das Rettungsboot-Protokoll. Sie arbeiten mit Beth Wilder zusammen. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie kennen sie? Ihretwegen bin ich hier. Die Waffe wirklich nötig? Ja. Na los, beeil dich. Geht's auch etwas freundlicher? Wir müssen hier hoch. Oh, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ich schätze, ihr schafft das nicht allein. Ich habe ein Talent für sowas. Schön, dass ihr es zu schätzen wisst. Nichts zu danken. Ist das das? Geschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Hab nur davon gehört. Lebensform? Es ist Dr. Kim. Die zweite Maschine. Wo ist sie?
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin in die Vergangenheit gereist. Ich wollte Dinge ändern. Fehler wieder gut machen. Aber das Unvermeidbare lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach nur eine Endlosschleife. Egal, was ich tue, du und ich, wir beide enden immer nur hier. Und ganz egal, was ich tue, die Zeit endet. Ich glaube, du hast deinen Verstand verloren. Mein Verstand ist in Ordnung, das versichere ich dir. Mein Gedächtnis dagegen ist... ist überlastet, als hätte ich zu viel gesehen. Und alles verschmilzt miteinander. Abgesehen von ein paar Erinnerungsfetzen. Vor allem einem. Du und ich. Wir waren etwa 11 oder 12. Und wir fanden diesen Landstreicher. Erinnerst du dich? Als ich in der Vergangenheit ankam, war das das Erste, was ich ändern wollte. Ich ging aufs Dach und wollte ihm gut zureden. Aber als er mich sah, erschreckte er sich und er fiel. Genau wie damals. Alles, was ich ändern will, führt trotzdem zum gleichen Ergebnis. Und wir sehen immer seine Leiche. Weil es so sein soll. Ich kehre der Menschheit nicht den Rücken. An diesem Punkt ist sie ein notwendiges Opfer. Ist es das, was Will war? Ein notwendiges Opfer? Will weigerte sich, an das Unvermeidliche zu glauben. Er wurde zu einem Hindernis. Ich habe nur eine Frage, Paul. Bei all dem, was du gesehen hast, höre ich auf, bevor du tot bist? Wenn du bereit bist zu kooperieren, werde ich hier sein. Mein Mentor. Erst am College und dann hier bei Monarch. Es ging mir nicht wirklich gut und er hat mir geholfen. Ich hab's. Irgendwie. Es sind Phantomdateien. Die Reste einer Massenlöschung. Jemand war hier. Wir haben einen Chronon-Feldregulator. Warte, Moment. Ach du Scheiße. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Was ist los? Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was für Anomalien? Je häufiger diese Anomalien auftreten, desto deutlicher weist das auf einen Riss hin. Okay, und was für ein Riss? In der Zeit. Ein Nullzustand. Sie hält an und sie startet nicht wieder. Und das Rettungsbootprotokoll könnte uns retten. Ich weiß es nicht. Aber der Chronon-Feldregulator ist das Herz von Monarchs Zeittechnologie. Alles hängt von ihm ab. Und er hat auch mit dem Rettungsboot zu tun. Wir müssen hier raus. Moment. Schnell, schnell. Hier lang, Charlie, komm. Nein, nicht weiter. Sonst ergeht's dir wie eh. Fiona! Das Labor ist abgeschlossen. Bleib hier! Geschimpfer, willst du hin? Da
Da waren Kronos-Schutzanzüge, die brauchen wir. So, das war Episode 2. Mein Controller auch noch getrennt. So, den muss ich natürlich erstmal wieder verbinden. Der lag die ganze Zeit rum und hatte da nichts gemacht. An der Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dass ich diese Episode hier nachträglich aufnehmen musste. Ich musste das hier nochmal extra abspielen. Einfach deswegen, weil diese Episode nicht abgespielt werden wollte. Das Ganze hier wird gestreamt und dann kam bei mir ein Fehlerbildschirm auf. Also der Streamingdienst konnte nicht, es konnte keine Verbindung zum Streamingdienst aufgenommen werden. Man kann sich die Episoden vorher runterladen, aber das sind satte 75 GB. Deswegen ist es einfacher für das Spiel selber, das Ganze zu streamen. Ich habe die natürlich dann nicht geladen. Ich habe das irgendwie übersehen und es wollte einfach keine Verbindung mit dem Streamingdienst aufbauen. Und das war halt eben ein ziemliches Problem für mich, weil ich dann einfach keine Folgen aufnehmen konnte und es hatte immer wieder nicht funktioniert. Was ich aber gemacht habe, ich habe die Konsole einfach ausgeschaltet. Das heißt, ich habe dann hier einfach zack, auf Konsole ausschalten geklickt, weil das Spiel wird pausiert und geht dann an der gleichen Stelle weiter. Ich glaube, das hat zu einem Fehler geführt und ich habe dann das Spiel, dann kam ich irgendwann auf die Idee, das Spiel mal neu zu starten auf der Xbox und seitdem funktioniert es wieder. Deswegen Entschuldigung, dass es die letzten Tage keine Episoden zu Quantum Break gab, aber hier jetzt Episode 2 Gefangener. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen dann das nächste Mal weiter bei Akt 3 Forschungslabor und Leute, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Teil wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.